Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier und jetzt in diesem kurzen Mod-Test-Video schauen wir uns die Mod UK-Style Station Shops an vom lieben James T85 Gaming, zu finden im Steam Workshop, vor geraumer Zeit rausgekommen. Link wie gewohnt unter diesem Video in der Videobeschreibung. Einziges Problem an der Mod ist, das Ding ist 240 MB groß und damit viel zu groß, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz finde ich die Mod schon recht cool, um einfach Bahnhöfe auch noch individueller zu gestalten. Von daher wollte ich sie mir unbedingt mal anschauen und das kann ich ja dann auch gleich hier gemeinsam mit euch tun. Solltet ihr euch die Mod ziehen, lasst den lieben James einen Daumen nach oben mit einem Kommi da, das Mindeste, was ihr tun könnt. Und yo, thank you very much, James, greetings from Munich to UK. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal fix die Mod im Detail hier an diesem Bahnhof verbauend an. Ja, und der Bahnhof, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch, der ist noch aus der, ja, Staffel 4, die es nicht weit gebracht hat bei mir auf dem Kanal, aber der Bahnhof ist echt nice, ein Stück weit ist der italienisch angehaucht, soll ja auch tatsächlich, was ist denn das für ein Bahnhof, Mailand soll es sein, aber fiktiver Hauptbahnhof Mailand, und vielleicht machen sich die Mods hier auch gar nicht so richtig passend, muss ich auch dazu sagen, aber nichtsdestotrotz, irgendwo musste ich sie hinbauen und ich dachte mir einfach, man kann ja ein bisschen verbinden, auch mal eine Epoche, warum soll nicht mal ein neumodisches Stehgeschäft oder generell ein Geschäft am nostalgisch alten Bahnhof stehen, und somit suche ich mir mal ein Plätzchen, wo ich das mal einfach irgendwie rein und hinbauen kann. Ich mache das mal tatsächlich etwas schmerzbefreit, Freunde. Moment bitte. So, also ihr seht, was es hier so zur Auswahl gibt. Burger King, Domino's Pizza, KFC, McDonald's bis hin zu Starbucks ist einiges vertreten und ich habe hier einfach mal was, wie gesagt, schmerzbefreit reingesetzt. Aber guck mal, auch wenn es da Blanko drin steht, für eine bessere Bahnhofskulisse ist die Mod schon zu gebrauchen. Also mir taugt die schon. Guck mal, da steht sogar ein Sim dahinter, schon ein bisschen was vordekoriert. Wenn du jetzt noch ein paar Stehtische oder Sitztische, ne, Tische halt dran stellst, sieht das Ganze schon nice aus. Ja, da kann man schon einiges draus machen. So, auch hier, guck mal. Echt schön ausdekoriert. Also vielleicht vor allem für kleine Szenerien ist die Mod doch noch tatsächlich zu gebrauchen. Also soll auch wieder nicht abwertend klingen, Freunde, gell? Ich bin halt nur so für mich ganz insgeheim allein ein bisschen echauffiert über die Größe und finde es halt einfach schade am Ende. Wir probieren mal schnell die Performance zu prüfen. Ja, und halten eigentlich gerade voll drauf auf die Mod. Und ganz nah im Modus, ihr seht, wo kommt Stations Shop ab? Hier unten geht's los. Mit 2,2%. Dagegen gibt es schon andere Mods, die hier zum Bahnhof mitgehören, die da tatsächlich Faktor 6 oder bis Faktor 7 höhere prozentuale Anteilnahme haben, gell? Und natürlich auch wieder die NEP-Gleise und einiges andere. Wenn wir jetzt mal rausrollen, finde ich die Station Shops gar nicht mehr, außer ich übersehe irgendwas. Von daher, ja, mit meiner laienhaften Performance-Prüfung der Mod, muss ich sagen, passt das Ding auch schon ins Bild, gell? Also wer geile Bahnhöfe haben will, der kann sich das Ding schon für 240 MB auf jeden Fall hier ziehen. Wir stellen einfach nochmal so ein Ding hier am Rand. Ist jetzt ein bisschen wahllos aufgebaut, aber hier stellen wir auch nochmal eins hin. Was nimmt man? Starbucks. Starbucks, I like coffee. Coffee! Oh Mann, Alter. So, auch hier wieder. Echt schön, guck mal. Kann man schon machen, gell? Oh, die Zwillingsschwestern. Die Zwillingsschwestern stehen am Start und verkaufen. Also, ja. Ich finde sie schon nice. Und jetzt habe ich sie tatsächlich auch ja sehr lieblos hier hingeklatscht. Einfach um mal kurz reinzuschauen. Mit der Mod geht schon einiges. Auch gar nicht mal ausschließlich nur für Bahnhöfe. Damit kann man auch viel mehr machen. Von daher, mein Daumen hat die Mod natürlich. Und das ist auch gut so. So, und von daher bleibt mir auch gar nicht viel mehr zu sagen als vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn euch die Mod taugt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben für den lieben James da und einen Kommi oder gerne noch mehr, gelle. Und ja, wenn euch der Kanal hier gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare und sage, ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund, meine Freunde. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao, baba, der Checo, servus.